Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein Toy, was wir uns gegen Mana-Perlen in Nasjatar kaufen können. Und zwar befinde ich mich im Allianzlager bei den Koordinaten 38, 55. Und selbiges Toy können wir uns natürlich auch selbstverständlich bei der Horde einmal kaufen. Wir schauen uns jetzt mal bei der Allianz das Ganze an. Und zwar haben wir hier einen Händler. Und bei diesem Händler können wir uns drei verschiedene Items kaufen. Einmal ein Pet für 150 Marken, einmal das Mount, was wir uns erst mit Ehrfürchtig holen können, was 250 Marken kostet. Und dann können wir uns noch ein Toy kaufen, und zwar da heißt das Symbol des Grals. Und mit diesem Toy haben wir einen kleinen Effekt, den wir anmachen können. Und zwar heißt das, glaubt an Gral und seid gesegnet. Also man sieht nicht wirklich, was es macht. Ich habe mir jetzt mal ein bisschen was rausgesucht. Anscheinend lässt es die Waffen ein bisschen schimmern. Ich kaufe mir das, denn ich habe dann gerade noch genug Marken, um quasi mir das Mount zu kaufen. Wenn ihr nicht so viele Marken habt, beziehungsweise euch das Pet noch holen wollt, dann solltet ihr vielleicht noch ein bisschen warten, bis ihr das Toy holt, weil so specialig ist es ehrlich gesagt nicht. So, wir setzen das Ding jetzt einmal ein. Und schauen, ob es dann eine Auswirkung bei mir hat, denn, wie gesagt, es lässt die Waffe so ein bisschen schimmern. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob das bei meiner Artefaktwaffe geht beim Druid, weil die, ja, jetzt nicht sonderlich viel Oberfläche hat. Also hier haben wir Symbol des Grals, das setzen wir jetzt einmal ein. Und jetzt haben wir eine Stunde lang den Buff drauf, das Ding hat auch einen Cooldown von 2 Stunden. Und ehrlich gesagt, hier bei den Waffen, ziehen wir die mal, ups. Ah, ich habe das jetzt gebindet, das kann ich die gar nicht mehr ziehen. Aber hier, was ihr seht, es glitzert hier hinten ein bisschen. Und wenn ihr quasi so ein Schwert, sowas wie ihr jetzt habt, dann würde das so ein bisschen glänzen. Passiert jetzt hier relativ wenig, um ehrlich zu sein, bei meinen Artefaktwaffen. Also hat das eigentlich nur großen Effekt, wenn ihr irgendwelche Waffen habt, die halt so ein bisschen glänzen können. Ihr habt, mehr ist es quasi nicht, was da passiert. Mit meinen Waffen tut sich nichts. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich als Druid irgendwas transmoggen kann, was glänzt. Da müsste ich mal gucken. Wahrscheinlich schwierig. Ich kann keine Schwerter tragen oder andere Geschichten. Also von dem her kann ich euch jetzt nicht sonderlich viel zeigen. Was ich euch zeigen kann, auf WoW Head hat jemand da quasi ein Ding rausgesucht hier. Eine Axt, die so glänzt, und das ist eigentlich das Ganze, was es als Effekt macht. Man vermutet, dass man vielleicht damit noch irgendein Rätsel lösen kann, weil der Text ein bisschen schwammig gehalten ist, aber mehr haben wir im Moment an der Stelle nicht. Mal gucken, vielleicht taucht es noch in irgendeinem Rätselguide mit auf, aber so, wenn man ein Worry ist für seine Waffe, ist es, denke ich mal, ein ganz netter Effekt, aber sonst, wie ihr seht, als Druid bringt es rein gar nichts und in der Gestalt sieht man schon dreimal nichts. Wenigstens die Krallen hätten ja ein bisschen glänzen können, aber selbst das ist es nicht. Ja, mehr haben wir nicht zu sagen bei dem Achievement Guide. Ich hoffe, Toy Guide, nicht Achievement Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Jelar, bis zum nächsten Mal. Ciao.